Wir müssen Widerstand leisten. Hallihallo, ihr Lieben. Freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich lese sehr viel zu diesen Kundgebungen und hier ein bisschen wieder in Musterdenken. Dieses ganze Geschwafel bezüglich, ja, wir müssen es der Polizei zeigen oder wir müssen es denen zeigen oder jenen zeigen, das zeugt wieder mal von einer völligen Unkenntnis der ganzen Situation. Wie ist das gemeint? Es gibt wahnsinnig viele Mikrokosmen und die Psychologie des Menschen ist ein so ein Mikrokosmos. Und wie ist das gemeint jetzt in Bezug auf die Polizei? Bisher haben wir in Österreich, speziell in Wien, die Situation, dass die Polizisten noch nicht mit Gewalt gegen die Menschen vorgehen. Im großen Stile. Das heißt, die Hemmschwelle bei den Polizisten hinzuschlagen ist sehr gering. Noch, es gibt viele psychologische Abhandlungen darüber, wann ist ein Mensch mit Informationen zugänglich. Und das ist immer in der Situation, wo er gerade zweifelt, wo er gerade mit sich selber ringt. Wenn diese Hemmschwelle überwunden ist, das heißt, wenn zum Beispiel dann der Polizist dem Druck des Gesetzgebers nachgibt und dann einmal hiert, dann ist der Zug, um ihn mit neuen Inhalten zu füttern oder ihm neue Inhalte aufzuzeigen, der ist abgefahren, weil der Polizist kommt in eine neue Phase, nämlich in seine Gewaltphase. Auch wenn er dann nach wie vor an diesen Dingen zweifelt, wird er das immer wieder von seinem Ego wegwischen, wird eine Zeit erleben, wo er vielleicht noch aggressiver ist und dann, wenn das Leid, das er verursacht, so sehr an seinem Ego pocht, kommt wieder ein Moment, wo er aufnahmefähig wird für neue Inhalte. Das sind in der Psychologie ganz genau erforschte Dinge, wann ist es für einen Menschen gut, dass man ihm Dinge beibringen kann, wann geht es schwieriger, was gibt es da für Phasen und und. Es gibt dazu Bücher auf leisen Sohlen ins Gehirn oder Propaganda, wahnsinnig viele Erkenntnisse. Wir haben jetzt also eine Situation, wo wir mit den Menschen, die sich jetzt Polizisten nennen, reden können, wo wir ihnen Inhalte vermitteln können. Wenn wir jetzt auf aggressiv schalten, dann wird die Reaktion der Polizisten ebenfalls auf Aggression gestellt. Mit Aggression meine ich auch, wenn wir ihnen nicht die Chance geben, dass sie in einem gewissen Bereich das erfüllen sollen, was sie vom Gesetzgeber hören, auch wenn die wissen, dass das ein Blödsinn ist. Na, glaubt ihr wirklich, dass die Polizisten da draußen mit ihren Masken glücklich sind? Glaubt ihr wirklich, dass die nicht wissen oder viele schon ahnen, dass da etwas im Busche ist, dass da etwas nicht stimmt? Aber wir können all diese psychologischen Erkenntnisse in diesem Konflikt ignorieren. Und wir können jetzt unseren Willen, Widerstand und durchsetzen. Das tut dem Ego gut. Und dabei ignorieren wir dann wieder völlig die weiteren Muster, dass in dem Moment, wo wir die Polizei und/oder das Militär verloren haben, haben wir keine Chance. Das ist ein Umstand. Ihr könnt euch vorstellen, da schafft es ein Präsident nicht, mit 80 Millionen Wähler im Rücken hier klar Schiff zu machen. Und wir, das Volk, glauben jetzt, dass wenn eine kleine Gruppe von Menschen, 5.000, 10.000, gewaltvoll wird, dass wir damit was erreichen. Noch einmal, ich bin nicht dafür, dass wir uns alles gefallen lassen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die hier die Gruppen anführen und die Dinge organisieren, endlich beginnen würden, wie ein Organismus zu denken und psychologisch, taktisch zu denken. Denn, und ich mache jetzt einen Schlussstrich unter der ganzen Rechnung, wir haben 10 Monate Corona-Pandemie und wir haben im Endeffekt einen Scheißdreck erreicht. Denn die Situation hat sich für uns, fürs Volk, die ganze Zeit nur verschlechtert. Es mag
ein paar von euch geben. Die haben neue Leute kennengelernt, die sind jetzt berühmt und wir haben alle einen Spaß und was weiß ich was. Aber das Projekt Plandemie Ende hat eigentlich nur gelitten und ist in eine Richtung gegangen. Und das alles wegen blöden kindischen Ego-Spielen, die ich von Anfang an schon bekrittelt habe. Und da ist jetzt kein Vorwurf an jemand Spezifischen. Man hat diese Ego-Spielchen überall gesehen. Man muss sich vorstellen, da gibt es eine Internet-Opposition, die seit 10, 15 Jahren gut über Inhalte berichtet, ein anderes Bild aufzeigt als die Mainstream-Medien, und 10, 15 Jahre lang schaffen es diese Alternativmedien nicht, sich miteinander auf ein Packel zu hauen, miteinander Aktionen zu starten, miteinander. Das sieht man, wie wir ticken. Wisst ihr, wieso die Polizisten so erfolgreich sind? Beim Auflösen von Kundgebungen und. Weil sie genau das machen, wovon ich rede. Sie verzichten auf ihr Persönliches für das große Ganze und gehen dann wie ein Organismus gegen, in dem Fall viele, vor. Und dadurch bekommen sie einen Vorteil. Das könnt ihr euch anschauen auf YouTube. Wieso waren die Römer so erfolgreich? Wieso? Organisation nach sein Persönliches hintanstellen, der großen Sache dienen, unter einer Symbolik, unter einer Flagge, miteinander vereint, in einem Urvertrauen, dass solche Bewegungen, solche Aktionen, die bekommen Kraft, die bekommen ein Momentum. Das weiß man aus der Militärforschung, aus der Psychologie, aus. Und was hier wieder passiert, sind die Diskussionen von Laien, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und es nicht schaffen, für den anderen einmal zu denken, es nicht schaffen, sich in die Situation dieses zum Beispiel jetzt Polizisten hineinzuversetzen, wie es dem wohl geht. Und bitte, wenn ich mich da hineinversetze, dann meine ich, dieser Polizist hatte ein Leben vor Corona. Und dieses Leben war wahrscheinlich jetzt nicht so, dass er überall eingelesen war, dass er höchst informiert war, dass er open-minded war. So ein Mensch geht nicht zur Polizei. Das heißt, ein Mensch, der zur Polizei geht, der mag Strukturen, der mag Regelmäßigkeit, der mag Ordnung. Deswegen geht er zur Polizei. Und jetzt bricht gerade für diese oder für viele dieser Polizisten eine Welt zusammen, weil sie merken, Herr Steuder, also auf der einen Seite, da wird berichtet im Mainstream lauter Fanatiker und dann sterre durch und das sind nur Menschen. Menschen wie du und ich. Und das erzeugt im Polizisten Stress. Das erzeugt wahrscheinlich dann noch Privatstress. Und das erzeugt in der Situation, wo sie dann vor uns stehen, Stress. Und da wollen wir jetzt, wo wir eine Chance haben, dass wir den Fuß in der Tür haben, dass wir sozusagen, und da meine ich jetzt, das ist ja nichts Schlechtes, nichts Manipulatives, sondern einfach, dass wir eine Basis haben, wo wir den Menschen wo uns die Menschen zuhören, wo die Menschen auf uns eingehen, da wollen wir den Fuß aus der Tür ziehen und jetzt auf Willi wichtig tun. Ja, was soll ich euch sagen? Taktisch gesehen völlig falsch, ignoriert die ganzen Muster der Psychologie, macht diese Plandemie-Herausforderung einfach noch viel, viel schwieriger. Denn, wie gesagt, es geht hier nicht um Persönliches, es geht hier, wie kommen wir am ehesten und am schnellsten ans Ziel. Und da machen wir eigentlich alles, was man machen kann, um nicht ans Ziel zu kommen. In diesem Sinne, alles Liebe!